ultraflache TV-Bildschirme in exzellenter Bildqualität, die nahezu mit der Wand zu verschmelzen scheinen. Intelligente Küchengeräte, die in einem komplett vernetzten Heim zu finden sind. Bis hin zu Gesundheits-Fitness-Trackern, Armbanduhren, die den Blutdruck messen. Die IFA übertrifft sich also auch 2017 wieder einmal selbst, sogar mit einer Ausstellungsfläche von 159.000 Quadratmetern und unglaublichen 1805 Ausstellern. Und wir schauen jetzt für euch nach den Innovationen. Ein Hammer, dieses Klangerlebnis vom Sony WH-1000X in der neuesten Version M2. Für 380 Euro bekommt ihr hier ein Sounderlebnis der Extraklasse. Innenfarben Gold und Schwarz erhältlich, 40 Stunden Akkulaufzeit, 30 Stunden immerhin noch via Bluetooth. Und zudem, vielleicht hört ihr das so ein bisschen, man hat hier an diesem Stand eine Flugzeugatmosphäre geschaffen. Also man hört ein kräftiges Rauschen, so ein Sound von der Turbine quasi. Und man kann ihn mit diesem Kopfhörer zu 100% ausblenden, wie sämtliche Nebengeräusche. Oder aber man entscheidet sich dafür, beides zu hören, sowohl die Musik als auch die Nebengeräusche. Es bleibt euch überlassen. Dieses Gerät ist sogar so intelligent, dass es sich darauf anpasst, ob ihr gerade sitzt, ob ihr walkt, joggt, lauft oder wie auch immer. Also der Klang wird sozusagen per iPhone-App oder auch per Walkman gesteuert. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, mit einem einfachen Handzeichen die Musik zu stoppen, zu pausieren, zu playen, mit einem Wisch mit dem Finger sozusagen in den Titeln vorzuspulen, den nächsten Track abzufeuern. Also einfach nur genial, das Teil. Müsst ihr mal probiert haben, klingt fantastisch. Klein, aber oho trifft es wahrscheinlich am besten. Die RXO von Sony, eine Kamera geeignet für Fotografen genauso wie für Filmemacher. 16 Bilder pro Sekunde im Fotomodus, im Videomodus, unglaubliche 1000. Das bei einem Gewicht von gerade mal 110 Gramm. 849 Euro soll das gute Stück im Handel dann kosten, wenn es dann Ende des Jahres bzw. Anfang 2018 erscheint. Sie ist äußerst robust geeignet für Aufnahmen im Regenwetter, genauso wie unter Wasser. 10 Meter wasserdicht, mit einem Extragehäuse sogar 100 Meter. Sie ist stoßfest aus einer Höhe von 2 Metern. Und man kann mit 200 Kilogramm Gewicht wohl laut Hersteller drauf rumhüpfen, ohne dass sie Schaden nimmt. Also ein äußerst robustes, gutes Stück, was mit einem Zusatzteil auch in 4K-Qualität abliefert, wenn man einen extra Recorder sozusagen anschließt. Spektakulärste Innovation der IFA 2017 und ich glaube, das ist nicht nur meine Meinung. Und wir haben vor allem die kompetente Person hier an der Hand, nämlich Anne Günnewig, ihres Zeichens General Manager Corporate Communications Panasonic. Das hier neben uns hat noch gar keinen Namen, es ist ein Prototyp, aber das nennt sich intelligentes Glas. Was hat es damit genau auf sich? Ja, wir haben hier ein transparentes OLED-Display und das ist wie intelligentes Glas, weil, lassen Sie sich Ihnen zeigen, man kann da durchschauen. Sie sehen meine Hand, aber gleichzeitig kann dieses intelligente Glas auch zu einem Fernseher werden. Heißt, jetzt kann man auch durchschauen und im nächsten Moment ist es ein Fernseher, der mir ganz normales Fernsehprogramm zeigen kann. Oder ich kann mir auch vorstellen, dass dieses Gerät in einem Shop steht, ein Fenster, eines Schaufensters ist und da Werbung zeigt. Und dann wird es auf einmal transparent und man sieht das Produkt, was eigentlich beworben wurde, direkt dahinter. Ich könnte mir das gute Stück jetzt auch als Fensterscheibe in mein Wohnzimmer einbauen lassen und abends wäre es dann der Fernseher? Ja, ich spare mir Platz auf dem Sideboard. Ich habe so einen Fernseher auf der einen Seite und auf der anderen tagsüber habe ich ein Fenster, wo ich rausschauen kann in meinen schönen Garten und die Vöglein beobachten kann. Besonders verblüffend finde ich, man sieht keine Platinen, man sieht keine Drähte, man sieht gar nichts. Wie funktioniert das denn um Himmels Willen?
Ja, wir haben hier ein OLED-Display, heißt, das sind selbst lichtspendende LED-Elemente da drin. Heißt, wir haben hier Lichtpunkte in diesem Display, die dieses Fernsehbild ausgeben. Und wenn sie kein Licht geben, dann ist es ein transparentes Glas, wo man durchschauen kann. Wie lange wurde an diesem Prototyp jetzt getüftelt, Pi mal Daumen? Ja, ich kann es nicht ganz genau sagen, wie lange meine japanischen Kollegen daran gebastelt haben, aber es ist sicherlich mehrere Jahre, die wir jetzt an dieser Technologie geforscht haben. Aber es ist bei uns so, dass wir ständig an neuen TV- und Screen-Technologien forschen und immer wieder mit was Neuem und Überraschendem für das IFA-Publikum und auch für die ganzen Konsumenten in ganz Europa rauskommen wollen. Frau Günnewig, welche Einsatzmöglichkeiten sehen Sie noch, außer zum Beispiel jetzt eine Werbefläche zu machen an einem Schaufenster? Was könnte man noch alles mit diesem intelligenten Glas anfangen? Ja, wenn ich mir vorstelle, in meinem Wohnzimmer zum Beispiel der Geschirrschrank, der eine Glasfläche normalerweise ist, könnte ich mir vorstellen, dass er zu meinem Fernseher wird am Abend. Und tagsüber habe ich meinen Geschirrschrank, wo ich das Glas zur Seite rollen kann oder wieder zu mir hinrollen kann. Man sieht gar nicht, dass es ein Display ist. Es ist eine ganz normale Glasfläche. Sie haben das ja gerade ganz schön gezeigt, dass man die Fingerchen wirklich durchsehen kann. Also es ist transparent, aber wenn das Fernsehbild erscheint, dann ist es tatsächlich blickdicht, kann man das so sagen? Ja, ist absolut wie ein ganz normaler Fernseher. Man hat brillante Bildqualität. Es ist überhaupt nicht mehr durchlässig. Also man sieht seinen Lieblings-Hollywood-Blockbuster in astreiner Qualität und man hat richtig Spaß dabei, wie im ganz normalen Fernsehen auch. Wiegt der jetzt mehr, sage ich mal, dieser Fernseher als normaler? Der ist schlank und schick sozusagen, damit er auch ins schicke Wohnzimmer reinpasst und wiegt deswegen nicht mehr, sondern er ist ein ganz normales Glas, was kein Extragewicht hat deswegen. Absolut überwältigendes Produkt. Und wie lange müssen wir jetzt warten, bis vielleicht das erste richtige Produkt mit diesem OLED-Glas auf den Markt kommt? Ja, das ist noch schwierig zu sagen, weil wie gesagt, das ist noch ein ganz, ganz rares Stück, was wir jetzt hier hinter uns haben, das so gerade frisch aus dem Forschungslabor aus Japan gekommen ist. Insofern, wir müssen noch mal gucken, wie wir das überhaupt in die Wohnzimmer reinbringen wollen. Wollen wir es in unserem Sideboard drin haben? Wollen wir es als Fenster haben? Wollen wir es im Shop als Schaufenster haben? All diese Sachen sind möglich und da müssen wir auch mit Partnern zusammenarbeiten und gucken und dann einen Gesamtpreis machen. Aber wir freuen uns drauf und das den Leuten in Balde dann, wenn es denn marktreif hier zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, ich spreche im Sinne auch unserer Abonnenten und Zuschauer, dass wir es kaum erwarten können. Wir freuen uns auch. Danke. Sie sind Ihres Zeichens Produktmanager Desktop bei Acer und Sie sind der Mann, der die Gamerherzen höher schlagen lassen wird, denn Sie wissen jede Einzelheit, die ihn betrifft, den Predator Orion 9000. Was ist das absolut Besondere an diesem Gaming-PC? Warum muss man den haben, wenn man so richtig spielverrückt ist? Es ist einfach ein wahres Gaming-Monster. Der hat eine unfassbare Power, der bringt wahnsinnig viel Technik mit. Und wenn wir einmal die Klappe aufmachen, dann können wir auch innen reinschauen. Und dann sehen Sie, es ist mega aufgeräumt. Es hat ganz viele Steckplätze. Wir haben 8 Steckplätze für Arbeitsspeicher, unterstützen bis zu 128 GB Arbeitsspeicher. Wir haben 4 PCI-Express-Steckplätze. Das heißt, Sie können 4 Grafikkarten in den Orion 9000 reinbauen. Also eben bis zu 4 AMD Radeon RX Vega oder bis zu 4 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti. Hinzu kommt eine tolle Wasserkühlung von Cooler Master, die CPU auch bei Höchstleistungen immer schön kühl hält. Auch dort haben wir das Beste vom Besten genommen. Wir haben einen X299 Basin-Fault Chipset und eben Prozessoren der Skylake X-Generation von Intel bis eben zur Extreme Edition, die 18 Kerne hat. Also da werden Sie kaum ein Spiel finden, das diese Maschine an die Grenzen bringt.
Und Sie haben gerade gesagt, ein Gaming-Monster, und monströs ist er auch vom Gewicht her. Deswegen hat er Rollen und Tragegriffe. Können Sie uns darüber was erzählen? Ja, also er wiegt 15 Kilo, also ohne die Grafikkarten. Und das ist ja schon auch ein Gewicht. Und wenn er, man muss sich jetzt vorstellen, wenn er jetzt unter dem Schreibtisch steht und man möchte ihn mal vorrollen, man möchte vielleicht an die Komponenten ran irgendwas nachrüsten, dann braucht man auch ein bisschen Hilfe. Und deswegen haben wir eben hier die kohlefaserverstärkten Tragegriffe und eben auch die kohlefaserverstärkten Räder, um ihn auch ein kleines bisschen portabel zu machen. Also könnten Sie zum Beispiel auch, wenn es zur LAN-Party geht, gemütlich hinter sich herziehen. Und jetzt eine typische Frauenfrage. Kann man das Farbschema anpassen? Selbstverständlich. Wir haben sowohl LEDs auf dem Mainboard als auch eben auf den Lüftern. Und da können Sie aus 16,7 Millionen Farben einstellen, welche Farbe gerade Ihrer Stimmung oder was auch immer entspricht. Wann und für wie viel wird er denn auf dem Markt erhältlich sein? Wie viel kann ich an der Stelle noch nicht sagen, weil wir erst im Dezember in die Produktion gehen. Dann haben wir verlässliche Preise und zu haben dann ab Anfang Q1 schlägt er bei uns in Deutschland auf. Ein gestochen scharfes Bild, passend zum Predator Orion 9000, bietet der Predator X35. Der Curved Monitor mit 35 Zoll, 200 Hertz Bildwiederholungsrate und 4 Millisekunden Reaktionszeit. Vorstellen, das ist der M-Chef von Miele. Der Hersteller würde ziemlich böse werden, wenn man sagt, das sei ein Backofen. Er hat zwar eine Backofenfunktion, tatsächlich ist das aber ein Dialoggarer. Und was hat dieses Gerät gemein mit eurem Smartphone? Ganz einfach, die Frequenz. Denn hier werden Megahertz um die 915 in der Frequenz in verschiedenen Frequenzen ausgestrahlt, um das Gericht letztendlich im Volumen zu garen. Man kann hier also Fleisch, die Paprikaschote oder eben auch die Kartoffel zeitgleich auf den Punkt garen, allerdings ohne Bräunungsgrad. Dafür müsste man wieder die Backofenfunktion nutzen. Das Besondere, mit dem der Hersteller Werbung macht, ist, dass man beispielsweise eine Fleischscheibe oder ein Stück Fisch in einem Kästchen aus Eis garen kann, ohne dass das Eis wie an einem gewöhnlichen Backofen oder in einer Mikrowelle schmilzt. Jedoch ist das Stück Fisch oder Fleisch dann tatsächlich durchgegart. Das heißt, es wird nicht warm hier drin. Man hat zwei Antennen integriert, die sowohl senden als auch empfangen. Und daher der Name Dialoggarer, also nicht Dialog in Hinsicht Bediener des Gerätes im Dialog mit dem Gerät, sondern das Gerät tritt in den Dialog mit den Speisen und kommuniziert sozusagen intelligent. Und das mit elektromagnetischer Strahlung, die im Gegensatz zur Mikrowelle nicht mal den Herzschrittmacherpatienten etwas anhaben kann. We'll be right back.
Haushalt ebenso gut geeignet wie für die Großfamilie ist die Twinwash aus dem Hause LG. Hier zu sehen in der Premium Line in gehärtetem schwarzen Glas. Das Besondere an dieser Waschmaschine mit der Energieeffizienzklasse A3+ ist, dass sie über 2 Trommeln verfügt, in denen man unterschiedliche Waschprogramme direkt gleichzeitig laufen lassen kann. In der oberen Trommel finden 10 Kilogramm Wäsche Platz und ein Trockner ist integriert. Dieser trocknet dann eine Menge von 8 Kilogramm. Die untere Trommel, etwas kleiner, ein Fassungsvermögen von 2 Kilogramm, also gut geeignet für Unterwäsche und Socken. Kostenpunkt liegt bei 2000 Euro. Bei Beurer und Kerstin Glanzer wird uns jetzt erzählen, wie kuschelig und warm es doch werden kann mit der Cozy Night Wärmebettunterlage. Wofür ist die genau gut und was kann sie alles? Ja, das ist ein Unterbett, ein elektrisches, das eben das Bett warm macht. Und das Besondere daran ist, dass es sich nicht nur über den Handschalter, den wir hier sehen, steuern lässt, sondern beispielsweise auch aus dem Wohnzimmer oder eben von unterwegs, indem ich eben eine App habe, die dazu passt. Und ich bin irgendwo abends im Biergarten unterwegs und möchte mein Bett vorwärmen und kann es dann über die App steuern und sagen, wärme mir das Bett für 2 Stunden auf Stufe 7 beispielsweise vor. Und es gibt mehrere Zonen, also man kann die Temperatur am Kopf unterschiedlich einstellen im Gegensatz zu den Füßen, die bei den meisten Frauen ja kalt sind. Wahrscheinlich möchte man es da einfach ein bisschen wärmer haben, oder? Genau, das ist richtig. Wir haben 2 Zonen, einmal für den Beinbereich, Fußbereich und einen für den Oberkörperbereich. Und gerade die Frauen, ja, wie Sie es angesprochen haben, haben meist sehr kalte Füße und haben es dort gern wärmer als im Oberkörperbereich. Und somit kann ich das individuell einstellen. Und es ist auch eine smarte Bettunterlage. Genau, die ist sehr smart, denn sie funktioniert oder wird zukünftig auch mit einer Sprachsteuerung funktionieren. Das heißt, ich sitze im Wohnzimmer, habe meine Alexa dabei, Amazon Alexa, und ja, spreche Alexa an und sage, Alexa, wärme mir mein Bett vor, und Alexa wird das Ganze ausführen. Und auf welche Temperatur geht das hoch? Also Stufe 1 liegt bei ungefähr wie viel Grad und dann Stufe 9 das Maximum? Also Stufe 1 ist Unterkörpertemperatur und Stufe 9 ist ca. 60 Grad. Aber das wird dann natürlich nicht über die ganze Dauer, über die ganze Nacht empfohlen, weil es natürlich dazu warm wird. Das heißt, man kann sich also auch den Zeitraum einstellen, sozusagen, wie lange gewärmt werden soll. Das ist richtig. Also ich kann den Zeitraum einstellen und auch die Dauer. Und auch in dieser Dauer, also beispielsweise die erste Stunde, möchte ich ein sehr warmes Bett haben, stelle Stufe 9 ein. Und wenn ich ins Bett gehe, reduziert sich das auf Stufe 4 und schaltet sich vielleicht nachts um 2 aus und morgens wieder automatisch an. Gibt es diese Untermatte, sage ich jetzt mal, auch fürs Doppelbett? Also ich kann 2 nebeneinander legen beispielsweise, also es ist für eine Matratzengröße gedacht. Es gibt aber auch ein Spannbetttuch, das heißt, dass es richtig über die Matratze fixiert wird. Großartig, dann können jetzt die kühlen Nächte kommen und man braucht keine Wärmeflasche oder eine Heizdecke mehr, weil man jetzt die Cozy Night Bettunterlage hat. Genau, so ist es. Riesige Fernseher, winzige Kameras, intelligente Geräte, die eigentlich fast allesamt vernetzt sind. Mein Fazit, nehmt euch ordentlich Zeit mit auf die IFA, denn die werdet ihr brauchen. Man wird hier regelrecht überflutet mit Informationen. Und eine kleine Bitte noch, bitte gebt uns den Daumen nach oben, abonniert den Kanal und wir freuen uns auf eure Kommentare. Bis dahin.